Alright, Friends, was geht ab? Willkommen zurück zur X und Y Cagelock mit dem Kentucky. Yo. Hello. What up, what up, what up? Also, heute steht auf jeden Fall erstmal ein Encounter an. Wir haben hier noch eine Route, da dürfen wir noch einen Encounter fangen. Dann glaube ich, mache ich noch ein, zwei Trainer oder so, um meine restlichen Pokémon on par zu bringen. Dann denke ich, steppen wir in die Arena und dann schauen wir mal, was so passiert. Können wir da überhaupt? Oh, nein. Die sagen einfach nein. Wir müssen in die Arena steppen. Oh. Ich dachte, man könnte da vorher hin, aber ja. Wir haben sicher noch keinen anderen Encounter irgendwo. Nee, ich glaube, hier in der Stadt kann man nicht angeln. Konnte man Städten davor angeln, wo wir nicht geangelt haben? Nee, oder? Nee. Schade, Mann. Ich hätte gerne einen Counter gehabt. Ich auch. Sehr, sehr gerne sogar. Yes. Dann müssen wir den eben danach holen, I guess. Stimmt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch checken wollte, ist hier. Meine HP. Ach, Bruder, Alter. The Roller Blades, Mann. Die HP wollte ich definitiv noch checken. Mein Pokémon. Gucken, vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei. So, Big Mama lernt HP Kampf. Okay. Lucio lernt HP... Wow. Er ist von Typ Stahl, hat Stahlattacken, hat HP Steel. Geil. Sick. Der ist authentisch. Der ist zumindest authentisch. So, Elektro. Was haben wir hier? Pflanze, maybe? Das wäre richtig geil. Flug. Das ist not bad. Flug ist not bad. Habe ich hier? Psycho. Ist eigentlich auch not bad, weil ich bin Typ Psycho und ich habe bisher, glaube ich, keine Psycho-Attacke. Eis. Ja, das heißt, ich bringe meinen Elektroball erstmal die hin Power bei. Was hat der Eis? Mein Simsalat-Eis, ja. Ach so, ich dachte Elektroball. Nee. Der wäre crazy. Aber was mache ich denn dafür weg? Was hat der nochmal für eine Kraftreserve? Mein Elektroball? Ja. Psycho. Und die ist ja dann Stab. Ich sag. Boah, schwierig, weil. Gegen Donnerblitz ist ja... Ja gut, okay, Pflanze ist halt resisted. Du hast sowieso... Eins von beiden ist sowieso mal gut gegen Ground. Aber Scaldbear mit CM ist halt schon irgendwie nice, oder? Ja, ich war halt im Überlegen, Donnerblitz wegzumachen. Stimmt. Weil... Was halt? Selbst wenn es das Neutral ist, habe ich hier Burn, hier habe ich Heal. Donnerblitz setze ich so selten ein. Und Elektro-Pokémon habe ich eh für, also, was heißt für? Mein Elektro-Pokémon ist eh Elevoltec. Stimmt I schon. I guess. ja, komm. Warum nicht? Whatever. Ich habe Donnerblitz auch nicht erwähnt, weil ich erst die ganze Zeit im Kopf noch hatte, dass der Elektro ist. Ja, ja. Das ist jetzt ein Double Step. Ich dachte tatsächlich, ich habe da auch noch Ladestrahl drauf anstatt Donnerblitz. Deswegen war ich mir so sicher, okay, ich mache jetzt Ladestrahl weg. Und dann habe ich gesehen, das ist Donnerblitz. Und dann war ich da ein bisschen am Zögern. Aber ja. Na gut. Dann kann ich meine Pokémon nicht alle on par bringen. Und ich steppe rein, weil mein Team ist ready. Ja, ich habe mein Gardevoir auch zurückgelegt und habe jetzt Gyarados mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, den heben wir uns jetzt nochmal auf irgendwie. Vor allem, weil er nicht gegrindet ist. Verstehe ich. Verstehe ich. Ah, okay. So, wir haben Kurtel. Was? Die meisten Typen, die ich jetzt schon öfter gesehen habe, ich habe schon fast wieder gar keinen Plan mehr, was für einen Typen die haben, Real Talk. So, bei so Pokémon, die herausstechen, da weiß ich, okay. Spiegelcape. Alles klar, oh. Okay. Zum Glück bin ich physisch. Und zum Glück
war das sehr effektiv. Ja, aber bei so Pokémon, die so ins Auge fallen, da kann ich mir die Typen merken. Ansonsten kein Plan. Ich habe bestimmt schon Pokémon 3-4 Mal gesehen und keinen Plan, welche Typen die haben. Same. Nur gegen Lippomentas habe ich noch nie gesehen, was gesehen gehabt. Ah. Neu. Und der war auch neutral gegen Feuer. I see. So. Ich finde die Arena eigentlich designtechnisch voll geil, Mann. Die ist echt cool. Ja. Yep. Verstehe. Warte mal, Sword and Shield. Waren die Arenen relativ. Gab es da irgendwas Geiles? Ich glaube nicht. Das einzige, vielleicht, je nachdem, welche die Edition man hatte, war die Kampf-Geist-Arena mit den Tassen. Man sich boxen musste oder dann, das waren ja dann in der Geisterarena, glaube ich, Clown oder so. Das war, glaube ich, so eine Arena, die herausstechte. Wasserarena war nice. Daran habe ich halt auch gedacht. Designtechnisch so, aber. Ja, aber irgendwie hat mich das angepisst, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, okay. Ich kann sehen, was du meinst. Ja, irgendwie hat mich das so ein bisschen aufgeregt, deswegen. Aber sonst waren die Arenen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die aufgebaut waren, die restlichen. So einfallslos waren die. Schlammbad. Okay. Er kriegt direkt die Poison. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Wailord. Kommt die Kampf und hat jetzt gerade Dings gedrückt, ne? Hm. So, irgendwie eine Bodenschwäche. Jeder hat doch eine Bodenschwäche. Oh, du hast eine Bodenschwäche. Plus eins Weckruf. Uiuiuiui. Bitte hab keine Prio. Danke. Boah, sehr knapp. Wenn der Geist gewesen wäre, wäre ich gefickt, ne? Yep, das war sehr, sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Aber ich habe halt gegambelt, weil Giftschweif war halt neutral. Dachte ich mir, okay. Gut, dass du Härtner lernst. Der müsste dann, wenn schon, Geist Pflanze oder sowas sein. Für den Content. Ja. So, guck mal, sieht das nicht bei mir aus, da hinten in der Distanz, wie ein Lunala? Ja, aber es soll eigentlich ein Lunastein sein. Ja, ich weiß, wenn man das so halt von oben sieht, so von der Seite, dann sieht man das Auge. Aber wenn man nur von oben nach unten guckt. True. Ja, Gen 7 angeteasert, Kappa. Ach. Wer weiß, vielleicht haben sie es halt wirklich. Ja. So machen die manchmal echt auf sehr skurrile Weise. Ja, aber wenn du jetzt hier stehst, sieht man das halt. Aber trotzdem. Ja. Ja, vielleicht meinen sie es doppelt. Ja, das wär wirklich krank, ne? Wenn man das ja nicht kennt, da denkt man so, ja, ist ja ein Lunastein. Aber eigentlich, Pfeifett-mäßig, haben die nur ein Auge geaddet. Weil ich meine, guck mal, bei mir, wenn ich dann hier so stehe, sieht das halt wie ein Lunala aus. Ja. Und wenn ich wieder zurücklaufe, genau, meine ich wird ja. Er plötzlich zum Lunastein. Ja. Genau, meine ich ja. Meine ich ja. Das war doch intended, oder? Maybe. Es ist viel zu. Trippy. Ja, vor allem, weil du so Moongeist-Beam direkt so. Weil du dir direkt so denkst, als würde jetzt ein Moongeist-Beam in deine Fresse schallern. Sehe ich. So von Lunala. Sehe ich. Okay, das war ja Typ Boden, ne? Sollte eigentlich nichts gegen mich haben. Tarnung. Okay. Nimm mich an, I guess. Weil jetzt bin ich plus 2 und Steigerungshieb. Das tut weh. Das tut weh. Intensität 5. Okay, danke für den Tackle. Hat 4 Damage gemacht. Und tschüss. Wir haben die Edition getauscht. Jetzt ist plötzlich bei mir alles fighting. What the fuck? Oh Mann, ey. Ach ja, genau, was ich dich noch fragen wollte, als ich eben gerade Wailord gesehen habe. Bist du auch so einer dieser, sag ich mal, Wailord, nicht Fanatiker, aber Liebhaber, die immer rumheulen, dass Wailord zu klein ist in Edition? Weil nicht rum so. Aber ist ein bisschen doof, ja, dass der nicht so proportional ist. Obwohl in Gen 7, Gen 8 meine ich. Mhm. Da konnte man den ja am Strand finden. Und der war riesig, ne?
Der war riesig, ja, da war das richtig geil. Hast du den mal in BDSP gesehen? Der ist da auch gigantisch im Kampf. Hab ich das? Ich hab da nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Der ist riesig im Kampf. Aber ich finde tatsächlich auch, und ich kann auch verstehen, warum Game Freak den halt runterskaliert im Kampf, weil, bestes Beispiel, kannst du ja mal geben, irgendwann, falls du Bock hast, ist halt wirklich BDSP. Du siehst einfach literally nur seinen Bauch und seinen Schatten. Also, das ist so riesig. Und wenn er... Oh, oh. Oh, oh. Zu deinem Glück hat er nicht so einen guten Spezialangriff, ja, zumindest. Ja, und zum Glück bin ich schneller. Das sollte... Oh, nein. Also, vielleicht hat er keine Special-Attacke. Vielleicht hat er auch kein gut. Also, ich meine, der hat wirklich wenig Special Attack, ne? Also mit etwas Glück schaffst du es vielleicht? Ich weiß halt nicht mal, welcher Typ der ist und was für eine Attacke er kommt. Ne, könnte schon fehl sein, so, aber man weiß, man kann sich nicht sicher sein, ne? Ja. Geh ich einfach in. Lucio? Den Safe Call? Elektroball ist halt ziemlich fragil. Das ist wahr. Also wenn etwas tankt, dann ist definitiv Lucio. Ja. Und ich glaube, so wenig Spezialangriff wie der hat, wird er auch bestimmt eine Aurasphäre oder sowas leben. Ich denke schon. Ich gehe einfach mal. Lass mir, glaube ich, die fragile Defensive von Elektroball Quetschwalze. Ja, er geht physisch. Ja, okay, gut. Umsonst, Sorgen gemacht. Ja, aber was ich sagen wollte ist, Donnerblitz. Okay, jetzt schauen wir mal. Junge, das hat schon Schaden gemacht. Holy shit. Oh, aber plus 2, ne? Ja, ja. Und sehr effektiv. Vielleicht sogar Step, wer weiß. Ja, und ich glaube, Elektroball wäre gestorben. Der wäre gestorben, ja. Ja, was ich sagen wollte ist, im BDSP ist halt Vylord zu riesig im Kampf. Ich glaube, da dachten sie sich, okay, wenn die Leute einen großen, bei dort haben wollen, kriegen sie einen. Das fand ich ein bisschen zu riesig, weil, wie gesagt, wenn er dich angreift, dann hast du deinen Pokémon nicht mal mehr gesehen. So riesig war der. Und deswegen kann ich das ein bisschen verstehen, warum Game Freak den in Kämpfen runterskaliert. Aber ich finde, dieses Runterskalieren von Vylord ist ein bisschen zu sehr. Zu sehr. Also, man hätte ihn ruhig ein bisschen größer lassen können. So, aber ansonsten würde ich eigentlich sagen, ja, whatever, so. Stört's auch nicht, ich bin da aber auch echt nicht pink. Ja, weil mir ist es halt, wie gesagt, gerade wegen deinem Vylord eingefallen und ich hatte mal, als ich glaube Sword and Shield, die Raid Dance gestreamt habe, weil ich habe es ja monatelang täglich gestreamt, dann kamen immer random Zuschauer rein und dann gab es mal einen, der irgendwie random Scheiße geschrieben und ich glaube, das war ein jüngerer Zuschauer. Nichts gegen jüngere Zuschauer, aber wenn man zu viel random Scheiße schreibt, ist schon weird. Und dann hat er halt zum Beispiel reingeschrieben, dass er es richtig hasst, dass Vylord so klein ist und er meinte, so, wenn er jetzt irgendein normales Pokémon hat, ist es schon genauso groß und das macht gar keinen Sinn und das regt ihm voll auf. Ich dachte mir, hä? Warum regt man sich über so Kleinigkeiten auf? Ich wette, der plappert einfach irgendwelche größeren YouTuber, die das darüber beschwert haben. Na, vielleicht. Weil die haben halt schon einen großen Einfluss. Und es gibt ja, das muss man halt auch an der Stelle sagen, einige größere YouTuber, die gerne Klicks dadurch generieren, indem sie halt negativ übertreiben. Ja, okay, ja, ich weiß es mal. Und die haben dann halt auch einen Einfluss auf Jüngere und die gehen dann auch mit der Meinung direkt rein und nehmen die Meinung mit. So. Kann auch sein, dass es natürlich selbstständig von dem ist, aber meist oft ist das echt so. Ja. Oft ist das echt ja, so. Ja. Ich weiß, was du meinst. Leider. Ist halt mega unnötig. Ist doch am Ende des Tages scheißegal, Real Talk. So, ja. Who cares, man? Das hat nichts mit der Core-Mechanik zu tun, nichts mit gar nichts. Es ist einfach nur ein Design. Whatever. So, I don't get it. Beispiel, was ich auch nicht wirklich verstehe, und das ist jetzt wahrscheinlich unpopular opinion, Alter, Englisch schwer heute.
ist, dass ich sogar gut finde, dass die den Pokédex, also den Nationaldex, wie jetzt zum Beispiel in Sword and Shield und so, teilen. Dass da nicht alle Pokémon bei sind, sondern gecuttet wird und dass dann mit DLCs neu dazukommen. So, obviously kann man sich darüber streiten, welche Pokémon im Base-Game, im Base-Dex von Anfang an drin sein sollten und welche nicht. Ne? Das, okay, sehe ich ein, aber ich finde das ganz gut, weil am Ende des Tages sagen wir, die würden 800 Pokémon, ne, oder okay, ein bisschen übertrieben, sagen wir 500 bis 600 Pokémon in das Base-Game hauen, in den Base-Dex. Und dann musst du 500 bis 600 Pokémon catchen, um einen Schillerpin zu holen. So jetzt mal übertrieben. Und das ist viel zu krass. Viel zu krass. Außerdem sorgt das ja eh für Content. Haben wir ja mit den DLCs in Sword and Shield gesehen, die ich sogar relativ gut fand. Das allererste okay, aber das zweite DLC war richtig gut. Lag aber auch daran, dass es nicht von Game Freak gemacht wurde, das zweite DLC. Sieht man halt wieder, solange Game Freak nicht irgendwo mitspielt, werden die Sachen gut. Man kennt sie. Aber ich fand die Idee halt gut. Auch mit den DLCs, das ist so ein bisschen Neuzeit angepasst. Und dann hat man sich halt darauf gefreut, oh, das Pokémon kommt endlich. Und das ist dabei. Und dann gibt es halt wieder neue Pokémon von der neuen Generation mit im DLC. Und jada, jada, jada. Ja, da weiß ich nicht. Da ich verstehe es halt nicht, wenn Leute von Anfang an alles wollen. Das ist doch voll langweilig. Das ist so wie, wenn du ein Singleplayer-Game spielst und die einfach von Anfang an alles ercheatest. Du hast vielleicht für eine Stunde oder zwei Stunden Spaß, aber dann verfliegt der Spaß einfach, weil du schon gefühlt alles haben kannst auf einmal. Und ich glaube, das wäre in Pokémon auch so. Wenn du von Anfang an 800 Pokémon fangen könntest oder wie gesagt 500 bis 600 und danach kommen neue dazu, ist doch langweilig. So, finde ich, weil du kannst direkt von Anfang an alle haben und wenn die Content danach liefern. Was wollen die danach liefern? Die können ja dann nur, sagen wir, maximum 200 neue Pokémon liefern. Ja. Aber das rentiert sich für die als Firma ja nicht. So. Ich glaube, ich habe jetzt lang ausgeholt, aber ich glaube, du verstehst meinen Standpunkt. Ja, ich sage, als Competitive-Spieler fand ich das auch gut. Mhm. Weil. Bringt halt Frische immer wieder. Ja, ja. Du spielst. Ich meine, was nützt dir dann, einen Meta zu spielen, wo 900 Mons sind? Das ist dann in zwei Jahren halt sehr schnell ausgelutscht. Ist halt geiler, wenn die dann natürlich, wenn du so einen kleinen Pool im Meta hast, spielst du dann so BGC, OU, egal. Und dann kommt halt ein paar Monate später dann nochmal neue Mods, dann ändert sich das Meta. Und das ist halt schon richtig sick. Ich mag das auch. Mhm. Ja? Sonst wäre das alles viel zu langweilig auf Dauer. Und ich habe ein Problem, by the way. Doppelgänger? Ja. Mhm. Wobei gar nicht. Ich bleib einfach Stahl, bis er seine Moves aufgebraucht hat, weil er hat nur 5 von jedem. Es dauert nur lange. Wird jetzt nur lange dauern. Weil der wird mir halt nichts machen, ne? Ja, guck mal. Ich muss einfach die ganze Zeit auf Patronen lieb bleiben, bis er nichts mehr hat. Ja, sehe ich. Das war auch gerade unlucky. Ich habe mich gerade gesetupt. Ich war plus 2 und was spielt er? Ebenfalls Ursaring. Aber das Zwerfinst, oh Gott. Hat mir halt eine Dampfwalze reingedrückt, das heißt, ich wäre langsamer. Und ich kann es mir nicht riskieren, dass der Phantomkraft oder so klickt. Und ob er auch einen Ursaring hat? Oder hat er jetzt auch Doppelgänger? Nee, der hat Ursaring gehabt. Okay. Dann musste ich raus. Aber ja, ich bin da definitiv auch auf deiner Seite, sagen wir es so. Fühle ich halt einfach viel, viel mehr. Das Einzige, was ich nicht fühle, sind manche Legis. Weiß nicht. Kann man drüber streiten und so, aber ich finde, die etwas stärkeren Legis sollten nicht ins Competitive. Also da gibt es auch nicht irgendwie, ja, diese Season sind sie erlaubt und nächste Season nicht. Die sollten erst gar nicht erlaubt sein, die sollten permanent gebannt sein. Sowas zum Beispiel wie Suicune, Zapdos und Co. sagen wir einfach mal. Das ist jetzt eine richtig lange Liste. Solche Legis finde ich ziemlich okay, weil die können gut hitten, aber sie brauchen entweder Setup oder sie brauchen das richtige Matchup. Aber sowas wie Pferd, Urshifu und dann Palkia, Dialga und ach, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, es ist halt total braindead langweilig irgendwie. I mean, in EDC wird ja gerade auch eher so Sation und Kyogre gespammt. Gibt's ja auch andere richtig, richtig geile Mons, ne, die auch Regional sogar gewonnen haben, statt den beiden. Aber es sind auch so Mons, das stimmt schon. Die sind dann
ziemlich crazy unterwegs gerade. Ja. Ich bin halt nicht so der Legi-Fanatiker, deswegen höre ich auch meistens dann auf, VGC zu spielen, wenn die Legis kommen. Also ich mache noch ein paar Games an Anfang der Season und so, einfach, weil ich dann Zapdos und Suicune und keine andere, also ne, keine Ahnung, andere Pokémon spielen kann, die Legis sind, die jetzt nicht OP sind. Das ist ganz cool und dann siehst du auch nicht so am Anfang der Season so kranke OP-Mons, aber ein, zwei Monate später dann tryhardet jeder nur noch. Dann kommt Landorus T, dann kommt, wie du gesagt hast, Sashian, dann kommt was weiß ich was, einfach das bessere Akani, aka Hentai. Und ach, keine Ahnung. Yogre auch einfach bastet mit Walschall oder Walglas Fontaine, einfach das. Weiß ich nicht. Ach so, das macht in meinen Augen gerade den Sinn von Pokémon, Competitive sowieso, aber gerade den Sinn von Pokémon macht es kaputt, weil Pokémon, möchtest du zum Eingang zurück? Yes, so. Profiliert ihr davon, dass das ein Steinschere-Papiersystem ist, inklusive Luck, um das Ganze auszubalancen. Aber die Legis haben nichts wirklich mit Steinschere-Papier zu tun, wenn du eh nur einen Knopf drückst. So. Also, weiß ich nicht, was hat das mit Steinschere-Papier zu tun? So. Keine Ahnung. So. Also der Unterschied ist halt, bei den Legis ist es halt so, dass sie weniger Fehler erlauben. Also musst du wirklich perfekt spielen, damit du da richtig gut ankommst. Das ist halt die Sache. Es mögen halt Leute mehr dann. Also es gibt Leute, die es mehr mögen, weil es dann aufs Spielerische mehr ankommt. Und sozusagen das Gleiche dann mehr oder weniger vorsteht. Aber es ist halt natürlich nicht so flex, also nicht so ausgewogen. Und man kann nicht. Man hat nicht so viel Entscheidungsfreiheit, sag ich jetzt mal, von dem, was du spielst. Ja, das auch. Aber, ja, also ich verstehe beide Seiten. Aber ich persönlich finde es cooler, wenn man da doch dann auch eine Strategie hinterm Team hat, die nicht 0 auf 15 ist. Und dann der Gegner vielleicht, ich guck mal, ob wir den Encounter noch holen können für diesen Part. Anscheinend nicht. Ich glaube, wir müssen erst Flordelis aus dem Leben jäten. Unlucky, dann den erst viel, viel später. Aber wir haben ja eh dann auch noch ein Cage-Match demnächst auf Kentakios Kanal dann. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich bevorzuge es dann an sich Teams zu spielen, die nicht obvious sind. So, weil, okay, man kann Legis bedingt anders spielen, aber im Großen und Ganzen sind die eigentlich straightforward und immer dasselbe. Aber wenn du jetzt so zum Beispiel Pokémon hast wie Gortrom, den du Mogelheb spielen kannst, Grasrutsche, Bandit oder dann mit einem Flinch-Item oder Offensivfeste oder auch Gigamaxen kannst oder Uego physisch speziell, blablabla, keine Ahnung. Da bleibt halt, weißt du, was ich meine? Das hat halt mehr Strategie und bei Legis ist es einfach, ja, entweder ich gebe den Offensivfeste, dass er was aushält, aber der haut eh 1 Milliarde Schaden rein. Das ist einfach straightforward. Weiß ich nicht, ist nicht meins. Darauf wollte ich hinaus. Ja, meistens so bei den Profis ist es dann eher, die Flexibilität ist dann eher im EV-Verteilung, in der V-Verteilung. Ja, da, ja. Und Item. Da variiert das. Aber ansonsten ja. Meistens das Kyogre, also Session hat immer Behemoth Blade, Kyogre hat immer von Tränen. Ja, genau. Ist halt straightforward. So. Genau wie zum Beispiel wie bei Zapdos. So, Zapdos könntest du ein Life-Op geben, aber meistens hat das Offensivfeste und dann Heatwave, Thunderbolt zum Beispiel, Luftschnitt, Orkan oder so. Das ist halt trotzdem immer dasselbe Moveset. So, obviously bei den normalen Pokémon kinda auch, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus möchte, dass du trotzdem zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Libello als bestes Beispiel Ally Switch geben kannst, womit keiner rechnet, weil das spielt vielleicht 0,1% der Leute, aber dann machst du es einmal und das catcht so off guard und du bist einfach mindblown von dem Play. Und bei dem Legi kannst du sowas nicht machen, weil die sind so, finde ich, hardstuck in ihrer Rolle. So. Gut, ich habe, glaube ich, genug ausgeschweift, ausgeholt, was auch immer. Freunde, keine Ahnung, könnt ihr mich aber in den Kommentaren lassen, falls ihr das fühlt oder auch nicht. Wir haben auf jeden Fall als nächstes ein Cage-Match dann auf Kentakios Kanal. Dann werden wir danach versuchen, den 8. Orden auf meinem Kanal wiederzubringen als Cage-Match, damit sich das ausgleicht. Und der finale Part, also der finale Cage-Match-Part, Cage-Lock-Part, whatever, er wird dann, denke ich, auf beiden Kanälen sein und... Ja,
Also, heute sehr, sehr viel Off-Topic. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Falls dem so war, lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben. Das Support ist kein Mord. Und abonniert beide Kanäle, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, wir sind raus. Peace. Ciao.